Hallo und herzlich willkommen wieder bei Supermassi 1914 mit mir, dem Maro. Wie immer, wenn euch das Spiel gefällt, findet ihr einen Link zur Anmeldung in der Videobeschreibung. Und ich möchte euch mal zeigen, was dieses Mal schon passiert ist heute in den Tag. Das ist nicht so schön gelaufen für mich. Und zwar, hier oben habe ich angenommen und dann kommt der Typ, mir alles wieder abgenommen. Und was wir jetzt machen werden, ist, das ihn heimzuzahlen. Dann wird jetzt nicht mal einer zurückgezogen. Was macht dieser böse Gegner? Klar. Der NPC holt sich das zurück, obwohl sie ihm gar nicht gehört. Das ist mein Diplomatiengebot. Wer bist du? Hatschir. Nein, ablehnen. Ich will dein Wegerecht nicht haben. Aber ich werde mich hier rächen, weil wir brauchen dringend Essen. Das heißt, ihr geht da oben rein und holt mir mein Essen. Also, wie hier, ihr wieder reingeht und mir Essen holt. So. Unterstützen kann ich ja nicht, ich habe keinen Dray Fry. Und gehen wir deswegen in die andere Instanz, wo wir hoffentlich noch am Leben sind. So, Zustand ist, meine Einheiten sind hier fast angekommen und greifen Frankreich an. Haben hier oben uns schon eingenommen und greifen jetzt hier die französische Infanterie an, die sich das zurückerobern möchte. Haben auch hier unten das eingenommen, was ich haben wollte. Damit ist unsere Essensversorgung ein bisschen stabiler wird. Aber anscheinend wirkt das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil ich Länder rein einnehmen, die kein Essen produzieren. Und dann kam ich Frankreich an. Oh. Schicken wir mal hier das Auto. Und ich würde sagen, 9 Truppen. Hier oben zur Unterstützung in 2 Stunden. Und von hier nehmen wir auch mal noch na, 3 mit. Von hier oben denkt sich hier Stress zu machen. Dann zeig ich mal, was Stress bedeutet. Hier unten nochmal 37 Einheiten. Sind damit erstmal gut gedeckt, was das angeht. Kriegen hier dann in Pyrgos unser Essen noch. Holen vielleicht unten noch die Insel. Müssen wir erstmal jetzt hier unseren Punkt verfestigen. Dauert ein bisschen. So, Holzproduktion sinkt ein bisschen. Kann man da glaube ich aber ausgleichen. Also wie wir Gas ausgleichen können. So, und da wir hier so viele Tonnen haben, machen wir mal. Ja. Mein Hafen müsste auch bald fertig sein. In 20 Stunden. Mein nächstes Auto ist schon fertig. Wahnsinn. Und der Wäsche, wenn ich was Neues bauen können? Nein. Ich hätte gerne noch eine Artillerie oder einen schweren Panzer. Und dann brauchen wir erstmal Fabriklevel höher. Ich könnte das Wärm vielleicht. Ne, kann ich nicht. Ah, die Kaserne kann ich upgraden. Und dann noch schnell Infanterie rekrutieren. Das ist auch 312 Tage, 16 Stunden. Für Getreide leider. Das haben wir eben nicht, deswegen. Wenn wir mal hier irgendwas machen können, dass wir mehr Essen ranbekommen. Das heißt, ich müsste noch Häfen bauen. In Ländereien, wo wir Essen produzieren. So Neapel oder Marseille. Oder hier unten kein Essen. Das ist das Problem an der Sache. Hier unten ist quasi so ein Verlustgeschäft für mich. So, das verstärken wir erstmal hier. Muss ich behalten. Holen wir dann später noch Kenia da unten. Oder vielleicht die raubische Hauptstadt. Das wird da ein bisschen Essen ranbekommen. Weil das ist gerade wirklich mein Problemfaktor. Ich hätte ja gerne nicht unbehalten, aber ich habe mit Österreich eigentlich Angriffspakt, bis wir den Rest der Welt unter uns aufgeteilt haben. Und dann können wir friedlich koexistieren. So. Ja, ihr könnt da mal weiter mit nach oben rücken, würde ich sagen. Schickt die mal da unten. Okay. Na gut. Ja, hier müssen wir nicht keinen Angriff befürchten, also schickt die mit da hoch. Euch schicke ich damit darunter. Ich schicke ich mit darüber. Und euch auch. So, ihr bleibt da schon stehen. Euch brauche ich nicht. Euch schicke ich mit davor. Und hier brauche ich ein bisschen Defense. Weil ich traue ihn noch nicht ganz. Dann könnt ihr vielleicht mal ein paar Einheiten unternehmen. Sagen wir mal 7 Stück. Jetzt soll ich stärker mit da hochgehen. Damit soll das passen. Okay.
So, das nächste Update gebe ich dann später beim Diplomatiengebot. Wer möchte mit mir Frieden schließen? Lissabon, Portugal. Die wollen von mir Geld haben dafür, dass sie mit mir Frieden schließen. Würde gerne ein Gegenangebot setzen. Ah, ich kann, glaube ich, keine in NPCs anhandeln. Okay, wir haben den Waffenstillstand, dann nehmen wir mal Frieden raus. Dann Sibirien ist auch nicht unser Problem gerade. Ah, hier wieder, die haben keine Chance dagegen gegen uns mit Artillerieunterstützung. Wird Lyon schon behalten. Auch wenn die ganze Stadt schon in Asche gelegt haben. Ah, Marseille braucht ein neues Wehramt. Hat hier noch ein Wehramt? Gucken wir mal kurz in der Deutsch, dass wir überall ein Wehramt stehen haben. Reparieren. Perfekt. Jo. Essen ist mal unser Problem, das müssen wir noch irgendwie lösen. Hier oben müssen wir Frankreich irgendwie davon abhalten, unsere Stadt abzunehmen. Wir sind nicht unten da. Die sind aber erst in 2 Stunden da. Ich hoffe, dass wir uns Bern nicht abnehmen, müssen wir Bern uns zurückholen. Aber ich brauche erstmal jetzt hier die Nahrungsproduktion. Hier werde ich auch durchschlagen. So unten können sie gerne behalten, aber hier die Nahrung hole ich mir auf jeden Fall. Auch guck mal, wie wieder Österreich da oben fortsetzt. Ah ja, wir in Österreich sind gerade Freunde. Oh, während hier Polen komplett fertig gemacht wird. Mit ja, hätte ich echt gerne, aber das würde ich nicht schaffen. Dann bleibe ich lieber hier in der Festung stehen und greife es nicht an. Wir können Level 2 mal ausbauen hier unten. Dass wir uns da nicht mehr gefährlich werden können, genauso wie ich hier oben Level 2 ausbaue. Dann sind wir da sicher. Und ich würde sagen, ich mache einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, nächsten Teil wieder. Bis gleich. Für euch. Für mich bis später. Hallo Leute, und da sind wir bei Supremacy. Ich habe Scheiße gebaut. Erstmal hier nicht. Hier lief es irgendwie gut, weil ich glaube, mein Gegner hat es gelieft. Deswegen haben sie einer sich zurückgezogen. Aber Rafan, hier ist einer von euch mit dabei. Ich will gerne wissen, nur was. Diplomatie. Hä? Ich quatsch, die Kohle. Wenn der mir 5000 geben würde, wäre es ja kein Ding. Die wollen ja von mir 5000. Na, können sie mir mal lange hier fragen. Haben wir jetzt mal unsere Truppen, indem wir am Rad drehen? Dreh noch mal. Und stopp. Premium Coins. Ist okay. Ist okay. Nochmal kann ich leben. Werde natürlich den Top Jackpot haben. Beim nächsten Mal vielleicht. Und jetzt das, was mir passiert ist. Ihr seht schon. Moment mal. Das könnte dir. Das könnte dir. Und wo ist deine Artillerie hin? Ja, ich konnte von da woran nicht, weil wir da arbeiten. Co. Kann man hier drauf zugreifen aus irgendeinem Grund? Und dann haben die bösen französischen KI einfach meine Artillerie platt gemacht. Jetzt haben wir gerade mal einen, mir Marseille zurückzuholen, weil ich brauche dringend das Essen, wie ihr oben seht. Die lassen wir erstmal da stehen. Ist ja kein Problem. Die Fackeln noch ein bisschen. Kann man Wärme bauen in der Zeit. Jo, und dann gucken wir mal. Hier steht schon alles. Das zu upgraden ist immer keine schlechte Idee, aber wir haben kein Geld, um das neues Zeug zu kaufen. Deswegen warten wir erstmal ein bisschen. Und ihr seht, mein größten Fehler, auch als wieder zu geben. Deswegen hat auch Österreich so froh gewesen, glaube ich, mit mir Frieden zu schließen. Weil sie hier oben machen, der ist ja breit. Ist, ich kämpfe an 3 Fronten, habe demzufolge überall zwar vernünftig viele Einheiten, aber bin aber extrem ausgedünnt, was das alles angeht. Und das ist richtig scheiße für mich eigentlich. Jetzt sind wir da ziemlich im Problem. Wollen aber trotzdem mal da Festungen hin. Eine Festung, ne? Genau. Was die Moral ganz schön steigert. Und das ist ja wichtig, dass wir die Moral steigern. Und wir warten, bis die denn hier sind. Dann holen wir uns Marseille zurück mit einer gemeinsamen Offensive. Und
Ja, dann nicht herausgefunden, ab wann ich die Artillerie bauen kann. Das können wir mal kurz gucken. Jetzt sollte ich eh mal ins Handbuch gucken, wurde mir vorgeschlagen. Wo ist denn das Handbuch hier? Handbuch. Okay. Fabrik. Ist deine Provinz in einer funktionierenden Fabrik ausgestattet? Ist sie in der Lage, erweiterte Kampf- und Waffentechnologie zu produzieren? Verstehen wir. Nicht da, was man braucht, oder? Artillerie möchte ich gerne bauen. Die kann ich nicht bauen, ich weiß nicht warum. Patte kann ich auch schon bauen, ich weiß nicht warum. Eismagerschütz klingt geil. Jetzt sind 90 Punkte. Ich habe auch einige an Achievements bekommen. Kannst du irgendwie gucken? Ah, hier. Verteidigungsarchitekt. Infanterie, Sturmabzeugchen einfach. Und Mobilisierung. Da ist meine Artillerie platt gegangen. Und das ist hier richtig scheiße. Will nicht sagen, nicht gut. Aber das kann man nun mal nicht mehr ändern. Hier oben sind wir recht gut am Leben. Jetzt sagen wir. Na, schicken wir mal einen zum Scouten, würde ich sagen. Mal gucken, was da oben so Sache ist. Und hier verstecke ich meine Item gerade, dass er nicht so reinkommt. Hier gibt es keine Nahrung, also ist für mich halt uninteressant. Da gibt es Nahrung. Die würde ich dann schon gerne haben. Mit Blas haben wir auch einen Krieg. Ist nicht gut. Ah, jetzt schon mein Essen geht halt so massiv zur Neige, muss ich wieder nachkaufen. Diplomatie. Hier wollte Japan. Nein, ich gebe euch echt Geldwährung quasi für sowas. Da muss ich teuer Getreide einkaufen, ist egal. Und teuer Fisch. Dann haben wir erstmal wieder genug Essen für eine lange Zeit. Und ich verstärke dann erstmal hier meine Truppen, würde ich sagen. So. Weil die müssen ja nicht da außen stehen. Oh, na, du bleibst hier. Du kommst hier rüber. Ihr sammelt euch da. Da sind sechs, okay, weil dann meistens kommt die hellblaue Armee rüber. Und da müssen wir uns gucken, ob wir hier irgendwas reinmachen. Ihr geht hier nach unten. Hat das ja oben erstmal aufgegeben, weil was soll ich denn machen? Und wir haben einen Fehler begangen. Ich habe mich zu weit verschritten. Muss ich um einen Gegner kümmern und dann immer größer werden. Habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. Ja. Falls jemand mir einen Tipp geben kann, wegen den. Warum ich nur die kleinen Geschütze bauen kann, nicht die großen. Sollen wir sagen. Weil ich kein Eisen habe. Das sehe ich selbst. So, Kasernen würde ich mir gerne bauen, aber da brauche ich erstmal mal Nahrungsproduktion, dass ich das auch kontrollieren kann. Deswegen will ich mir jetzt nicht nur das hier unten holen, was sind nur zwei Verteidiger. Die will ich hier lassen, damit Spanien erstmal durch Frankreich durch muss. Aber erstmal holen wir uns Marseille wieder. Wenn dann alle angekommen sind. Die kommen in einer Stunde an, die sind schon da. Ja, machen wir es mal so, dass man alle gleichzeitig ankommt diesmal. So, die kommen in 6 Stunden an. So, die brauchen dafür 3 Stunden. Das heißt, ich verzögere euch mal um 3. Oh. 1:22 Uhr, 1:12 Uhr. 1:19 Uhr, 1:12 Uhr. So. Hier kommt 23 Uhr an. Oh ne, die brauchen noch ein bisschen. Okay. Und die unten kommen eh nicht an. Und die auch nicht. Aber es sollte mit 16 Einheiten hier schon mal, das sollte knapp werden. Aber die Moral ist ja noch ziemlich kaputt. Könnte schon klappen. Hoffe ich. Immerhin kommt die hier auch in 21 Stunden da oben an. Also das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Hier unten, das sind 20 Einheiten, die ich jetzt verliere, die ich sonst hätte in Ruhe lassen können. Aber natürlich Frankreich nicht so freundlich sein. Ich mir Tickets mal kaufen, ein bisschen im Rad drehen. Ach, egal, komm, ich habe Lust drauf. Dreh! Konk. Neue Tickets.
Gut, drehen. Stopp. Moment, neue Tickets. Drehen. Stopp. Ja. Jackpot. Achso, eins von den dreien kriege ich. Okay. Stopp. Okay. Nochmal eine Blaupause. Stopp. Geld kann ich jetzt auch nicht schlecht gebrauchen. Aber nur so wenig Geld, das ist scheiße. Okay. Und wieder Geld. Ah. Blaupause, ein bisschen zu spät gedrückt. Ah, Gold mag wäre besser gewesen. Dann haben wir einmal Jackpot gehabt und nochmal Geld. Ah, versagt. Aber jetzt haben wir einen Haufen Blaupausen bekommen. Das heißt, meine Panzerproduktion ist erstmal gesichert. Das ist super. Jo, was kostet eigentlich so ein... Man weiß, man vielleicht mal eh gucken müssen, was kostet so echt Geld. Aber man kriegt 5000 Goldmark für 2 Euro, 15.000 für 5 Euro. Und man kann das bis zu 999 Euro für 6 Millionen machen. Das klingt doch super. Ja. Man kann sich natürlich auch wie in jedem Branchenstil dazu verdienen, durch Werbung gucken und sowas. Das ist auch kein Problem. Hm. Ja, wie gesagt, muss man immer selber wissen, ob man das möchte oder nicht. Ich habe eben zu viel Zeit, du könntest das auch selber zusammen spielen. Muss ich mir kein Premium holen, aber es ist natürlich auch sich zu empfehlen. Und es fällt ja auch für uns zurück, wenn ja viele über uns dann Premium holen. Na egal, haben wir ein bisschen im Rad gedreht. Jo, dann wie immer danke fürs Zusehen. Wenn ihr mal Lust habt, müssen wir mal gucken, ob wir zusammen planen können oder woanders. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.